Paula Pelzer, ASC Darmstadt auf Bahn 4. Zweite der deutschen Jugendhallenmeisterschaften, Nele Fiedler, LAC Erdgas Chemnitz auf der 5. Dann Maja Schor, die Titelverteidigerin auf Bahn 6, SV Gosa 05. Nele Kühn, Eintracht Frankfurt auf Bahn 7. Und Amelie Johanna Freger, LAC Quelle Fürth auf Bahn 8. Und Maja Schor und auch Paula Pelzer und Anna Malia Hense, die geben hier richtig Gas auf der ersten Hälfte über 400 Meter. Und Anna Malia Hense, die kommt hier als Erste auf die Zielgeraden vor Maja Schor. Aber Maja Schor, die beißt da jetzt. Anna Malia Hense läuft das hier locker runter. 53,59. Das ist hier die inoffizielle Siegerzeit. Starkes Rennen.